eines Lokführers der Deutschen Bundesbahn, wie das damals noch hieß, diese neue Strecke mit einweihen darf, freut mich besonders. So schnell ging es noch nie aus der Oberpfalz und dem Osten Bayerns zum Münchner Flughafen. Heute natürlich mit allem, was zu einem ordentlichen Feier dazugehört und mit einem Einblick in die Bauarbeiten für die Neufahrener Kurve. Ab Sonntag dann braucht der Zug zum Flug 1:18 von Regensburg zum Terminal im Stundentakt. Und was ja mit einer der, glaube ich, großen Anliegen war, eben auch ohne Umsteigen. Und wir haben Wort gehalten. Wir haben die längst überfällige Anbindung termingerecht fertiggestellt, die 2,3 Kilometer lange zweigleisige elektrifizierte Verbindungskurve zwischen dem Regionalstrecke Regensburg-Landshut-München und der bisher nur von S-Bahn befahrenen Strecke Neufahren-Flughafen wird seit langem sehnlich erwartet. Das ist mir deshalb auch so wichtig, weil ich nicht nur Verkehrsministerin war, sondern auch Wirtschaftsministerin. Und für die ganzen vielen mittelständischen Unternehmen, gerade in diesem Raum, die Drehscheibe in die Welt hinaus, der direkte Zugang ein ganz entscheidender Faktor ist, um ihre Märkte zu erschließen. Ich habe es ja auch oft gemacht, nämlich aussteigen, Busbahnhof, Bus einsteigen, dann über die verschiedenen Haltestellen dann zum Terminal zu kommen. Jetzt ist es wirklich ein toll gelungenes Projekt und meine Damen und Herren Medienvertreter, schön, dass Sie in so großer Zahl da sind. Die Bahn ist pünktlich. Sie hat im Kostenrahmen gebaut und Herr Scheidt mit Ihrem Team herzlichen Dank dafür. Es ist eine schöne Botschaft, dass wir das vor Weihnachten noch aufs Gleis setzen und dass die Urlauberinnen und Urlauber, die vielleicht über die Weihnachtszeit und über das neue Jahr hier vom Flughafen wegfliegen, diese Schienenanbindung direkt nutzen können. Herzlichen Dank, Herr Scheidt, an Ihr Team. Top Arbeit.